Meine Damen und Herren, Frau Pfeiffer, Herr Dr. Pfeiffer, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Herr Grasmeier, Bürgermeister von der Heidt, ich freue mich, dass mein aller Freund Wolfgang Wenck hier ist, mit dem ich viele Jahre gemeinsam politisch arbeiten konnte. Und Florian Tonka ist nicht nur ein enger persönlicher Freund, mein Stellvertreter, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Und jetzt ganz ohne Frage, eines der ganz großen Talente der Freien Demokraten. Er hat als junger Mann den Ausschuss für die Bankenrestrukturierung für uns mitbegleitet. Eines der schwierigsten Themen, das wir parlamentarisch mitbegleiten. Wir haben es erzwungen, das Parlament die Entscheidung mit eingezogen wird. Und er macht das ganz hervor. Ruhig, gelassen, präzise, aber hart. Und das ist ein Typus, wie er für FDP üblich ist. Nicht einer, der 35 Jahre studiert und dann dreimal abgebrochen hat, sondern in kurzen Zeit sehr erfolgreich, Volljurist ist, promoviert hat. Und für uns ist Leistung, Erfolg keine Schande, sondern Aushängeschild. Ich habe in meiner Bundestagswahl bei Professor Seidelberg ein Schimpfwort nach dem Motto: je höher die Qualifikation, so schlechter wird Deutschland. Das sind wir genau anderer Meinung, deshalb sage ich ganz offen, Florian, hier, dein Heimatbereich, wir sind stolz in der Bundestagsfraktion über deine Arbeit. Vielen Dank dafür. Ja, du hast angesprochen, uns geht es in Deutschland gut. Die Welt beneidet uns. Andere haben ihre Strukturreform noch vor sich. Am Arbeitsmarkt, ich höre Hartz-IV-Reform. Ich zögere auch nicht hinzuzufügen, dass auch Sozialdemokraten ihr Verdienst dabei hatten. Sie machen es zwar heute vom Acker, wollen es wieder revidieren, aber damals haben sie es mir möglich gemacht. Deshalb schaut man auf dieses Land. In 4 Jahren 1,6 Millionen neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Deutschland. Wir kommen von 5 Millionen Arbeitslosen, sind heute 303 Millionen. Wir sind auf dem Weg zur Vollbeschäftigung. Es gibt gerade in den stärksten Regionen, Süden, Südwesten, Arbeitsamtsbezirke, die haben hier 1 oder 2 von kommen. Das ist Vollbeschäftigung. Ich bin jetzt viel unterwegs, bei Württemberg und anderen Bereichen, und gerade bei vielen Mittelstandsbetrieben, Handwerkern, ist das Gespräch, ja, wir können die Ausbildungsplätze nicht besetzen. Wir finden die Arbeitsplätze nicht. Ich sagte vorgestern, dann nehmen wir Süden von Baden-Württemberg, ja, Mindestlohn diskutieren Sie, ich hätte für doppelte viel mehr gerade. Unser Problem ist, Lieferfristen sind zu viel. Und das zeigt auch ein Erfolgsgeheimnis unserer Wirtschaft. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir hier für mal Pfeiffer sein können. Unsere Wirtschaft deshalb so stark, weil wir viele Pfeifers haben. Kleine und mittlere Betriebe, die in ihrer Sparte ganz vorne der Welt sind, oft Hidden Champions. Und die großen Namen stehen vor der Daimler, BMW, Audi, Volkswagen. Aber wir haben die Regel nur eine Fertigungstiefe zwischen 15-20%. Das heißt, 80-85% kommen von anderen. Sehr stark von hochspezialisierten Mittelständen. Wir sind deshalb die erfolgreichsten im Fahrzeugbau, Maschinenbau in der Welt. Nicht, weil wir billig sind. Wir sind teuer. Aber wir sind gut, weil wir in Rufnähe große, bekannte Marken, hochspezialisierte Mittelständler sind. Wir in Baden-Württemberg eine Berufsakademie haben, Fachhochschulen, Universitäten, eine exzellente Facharbeiterausbildung, dualen System und das Zusammenwirken in Rufnähe, dieser Faktor, ist die Erklärung, weshalb wir in diesem Bereich in der Welt führend sind. Das gibt es an keiner anderen Stelle der Welt mit Rufnähe, diese Kombination. Und deshalb brauchen wir die hochspezialisierten Mittelständler. Und noch ein Punkt. Es ist nicht aus Nostalgie, es hat für Mittelstand Personengesellschaften. Sondern hinter Familienunternehmen, Personengesellschaften steht eine andere Geisteshaltung,
Mittelstand ist für mich eine Geisteshaltung. Das sind die Leute, die mit ihren Mitarbeitern, Mitarbeitern zupacken. Mein Vater war kleiner Einzelhändler. Es waren 6 bis 8 Leute. Die haben zusammengestanden. Wenn es was zu verkaufen gab, haben wir verkauft. Der Anschluss hat uns nicht geschert. Ein Agent hat aber verkauft. Völlig klare Prinzipien. Und deshalb diese Haltung, diese Einstellung, diese geistige Orientierung, das haben andere Länder der Welt nicht. Mittelstand ist auch in der englischen, amerikanischen Sprache ein eigener Begriff geworden. Das ist, was den Rückhalt ausmacht. Das sind Frauen und Männer, die haften mit ihrem Eigentum, mit ihrem Vermögen für ihre Entscheidung. Das sind keine Manager, Söldner, die heute Gummistiefel, morgen Autos, übermorgen sich selbst verkaufen. Das ist andere Qualität. Und deshalb wollen wir Mittelstand, Personengesellschaft in Deutschland stark haben. Man könnte, man darf nie Personengruppen pauschalieren. Aber manches, jeder von uns unterschiedliche Vorstellungen spontan haben, was wir erlebt haben, nicht pauschal. Allermeisten machen das sehr ordentlich im Management. Aber wir haben Fälle erlebt, wo man sagen kann, schaut mal auf den deutschen Handwerksmeister. Ihr könnt da punkto Haltung, Einstellung, moral ehrbarer Kaufmann manches lernen. Das brauchen wir. Freiheit und Verantwortung. Auch die Einstellung, indem man dies wahrnimmt. Das ist nicht der kurzfristige Schnitt, mal ein Schnäppchen zu machen, sondern Dinge in längeren Fristen, zum Teil in Generationen, um danach auszurichten, indem man Ideen entwickelt, sie fortentwickelt und sich spezialisiert. Und genau deshalb stehen wir zu dieser Kultur mittelständischer Unternehmen, Personengesellschaften, um diesen Erfolg fortsetzen zu können. Ich will es direkt zuspitzen. Bei der Bundestagswahl geht es um die Weichenstellung, ob wir den 4 guten Jahren, dank des Fleißes der Menschen, unserer Wirtschaftsstruktur, aber auch der christlich-liberalen Koalition, wenn es in Deutschland besser läuft als bei allen anderen in der Welt, können wir nicht alles falsch gemacht haben, weitere 4 gute Jahre hinzufügen können oder ob wir jetzt Experimente machen, mit Vorstellungen, die sich schon als falsch erwiesen haben. Und sie haben eine ganz klare Option. Schwarz-Gelb, Fortsetzung des Erfolgskurses oder Rot-Rot-Grün, indem man in Frankreich die neue sozialistische Regierung als erstes mit drastischen Steuererhöhungen und nicht jeder Franzose und der Russe werden, gleich die Rezession der französischen Wirtschaft mitverkündet worden. Wir wollen nicht französische Wirtschaftspolitik in Deutschland. Wir wollen nicht das Linkskartell von Rot-Rot-Grün in Deutschland die Politik verbinden. Sondern dieses Erfolgsgut fortzusetzen heißt, dass wir die Linie, ja, wir haben mehr versprochen an steuerliche Belastung, wir haben 22 Milliarden gesenkt. Steuerlich, Beiträge zur Rentenversicherung, die Praxisgebühr abgeschafft. Wir haben 13 Milliarden aufgestockt, Forschung, Bildung, Wissenschaft. Und wir kamen vom Ausgangsetat von Herrn Steinbrück, vor dem Finanzminister, von 86 Milliarden Neuverschuldung. Und wir werden im nächsten Jahr, wir sind schon drastisch runtergekommen, praktisch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben, das heißt ohne konjunkturelle Oszillation. Und wir haben auch die Schuldenbremse erfunden. Das war das liberale, freiheitliche Wiesbadener Programm. Wir sagen, Schluss mit der Schuldmacherei, die junge Generation zahlen müssen, weil wir nicht mit dem Geld haushalten können, nicht umgehen können. Schluss damit. 2016 muss jede Bundesregierung spätestens einen ausgeglichenen Haushalt haben, keine Neuverschuldung, denn da steht im Grundgesetz. Dass wir neben dem Ziel, Haushalt ausgleichen, auch wieder angehen wollen, ein Stück Entlastung den Menschen zu ermöglichen. Wir haben 700 Milliarden rund Euro Steuereinnahmen. 700 Milliarden, das gab es noch nie in Deutschland. In D-Mark wäre es 1,4000, also 1400 Milliarden D-Mark. Das ist die Größenordnung.
spreche manchmal immer noch um Thema, weil ich da das nähere Gespür habe. Präziser weiß, ob es teuer ist, oder anständiger weiß es. Muss man immer wissen dabei. Dass wir dies erreicht haben, solche Steuereinnahmen, liegt auch an dem Wachstum, das wir erreicht haben. Auch in diesem Jahr sind vor wenigen Tagen die Quartalswachstumsraten verkündet worden, 0,7 aufs Jahr bezogen. Das heißt, wir haben das erste Halbjahr 0,8% Wachstum. Wir werden Ende des Jahres deutlich über 1% Wachstum haben. Davon bin ich fest überzeugt. Davon träumt der Rest von Europa. Die meisten haben Rezession, die meisten brechen ein, andere haben ein bisschen Wachstum. In der Tat, im Export 1.000 Milliarden Euro verkaufen wir im Ausland. Da hat der Florian Trunker völlig recht. Das ist keine Sponsorplanung. Die kaufen das im Ausland freiwillig. Das ist kein Geld dafür. Weil die Produkte dort drin sind, weil das Service stimmt, weil das Hardcore. Das ist der beste Beweis, dass wir das gut machen am Markt, dass sie freiwillig ihr Geld dafür hergeben. Und dies wird sich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Sagen, werden wir weiter steigende Steuern haben. Warum? Weil wir weiter Wachstum haben werden, weil wir im Steuersystem immer noch eine Progression drin haben. Wir wollen hier für die kleinen Einkommen die sogenannte kalte Progression 1 Euro mehr überproportional für Steuern zahlen. Das heißt, das hat Rot-Grün im Bundesrat blockiert. Konnten wir nicht umsetzen. Nur ein kleines Stück in Analogie zu Hartz IV auf das Existenzminimum bezogen, 2 Milliarden etwas insgesamt, die wir entlasten konnten. Wir wollen es beide machen. Denn manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich freuen, wir haben jetzt Reallohnsteigerung, reiben sich in die Augen, wenn am Schluss der Jahresausgleich erfolgt, es gar nicht so viel ist, wie sie gedacht haben. Und dann fangen sie sich auch zu ärgern. Wird auch vielleicht der soziale Frieden, der damit gefährdet ist, verbunden ist, ausgleichen. Nein, einen weiteren Punkt, den man der Glaubwürdigkeit umsetzen muss. Nach dem deutschen Wiederfall hat man zum Ausgleich der Unterschiede in neuen Bundesländern einen Solidarpakt gegründet. Mit einer Soli-Ergänzungsabgabe finanztechnisch veranlagt. Helmut Kohl, Theo Weigel, falls Sie nicht kennen schon. Zeitlich befristet, bis die neuen Bundesländer analog aufgebaut sind. Das läuft 2019 aus. Dann ist der Aufbau Ost abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen. Spätestens dann muss der Soli noch weg sein. Jetzt passiert der Debatte, was immer ist. Kasse macht Sinn nicht. Wenn es Geld gibt, haben Sie Ideen, was man machen kann. Deshalb müssen wir manchen auch die Gedanken an Spielzeug, der Schwächner zu viel der Kasse, wie das die Köpfe rausholen. Da gab es Herrn Haselhoff, ich kenne jemand, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, der sagt, wir machen daraus Verkehrssoli, aus Straßen. Mein lieber Bläschen Führer sagt, wir machen irgendwie so ein Sozialsoli. Das machen wir. Jeder was Kaffee und die Kuchen oder was. Meine Damen und Herren, natürlich gibt es da tausend Ideen, was wir mit Geld machen. Aber bei 700 Milliarden Euro Steuereinnahmen kann man auch Straßen bauen. Kann man andere Probleme lösen. Der Staat muss lernen, was jeder von uns macht. Prioritäten zu setzen im Leben. Alles gleichzeitig geht nie. Dann ist eben jetzt Verkehrsausbau, wie hier die Straßen genannt sind. Und Baden-Württemberg hat ja Rückstand. Mit Rot-Grün wird es so schnell nichts werden. Die wollen uns alle umziehen, von Porsche runter aufs Fahrrad. Das ist keine Strategie zum Erfolg für Arbeitsplätze und Geld verdienen. Deshalb müssen wir in der Tat mehr Verkehrsinfrastruktur machen. Wenn man hier in Karlsruhe-Durlach durchfährt, Richtung Stuttgart, dann weiß man nie, ob es 2 Stunden ist oder 5. Weiß nur, wenn man ankommt. Da ging es relativ gut, ungewöhnlich, schöner Tag, der Florian, Sonne scheint, man kann nach Durlach durchkommen. Aber natürlich muss man das anpacken. Aber da muss man die Prioritäten aufsetzen. Das Einfache ist doch immer, man hat eine neue Idee, dann setzt man weiter Ausgaben drauf. Die Bürger können sich nicht wehren, Steuern werden erhöht, werden abkassiert. Und da muss auch ein Punkt sein. Und da ist für mich die zentrale Stelle, wo wir uns von denen unterscheiden. Für mich ist Höhe und Art der Besteuerung zutiefst ein Freiheitsthema. Es geht schlicht und einfach um folgende Frage. In welchem Umfang können Sie selbst, kann ich, über die Verwendung dessen, was wir hart erarbeiten, oder was Sie sich hart erarbeiten, selbst entscheiden? In welchem Umfang entscheiden andere an unserer Stelle über die Verwendung dessen, was wir uns hart erarbeiten, weil sie uns für zu blöd halten, eigenverantwortlich mit eigenem Geld umzugehen? Da haben wir eine andere Vorstellung als diese ganze linke Kompanie, die in der Deutschland gibt.
Und so ticken die. Denken Sie mal geschichtlich zurück. Französische Revolution. Freiheit. Gleichheit. Brüderlichkeit. Schon damals Brüderlichkeit, obwohl ich nicht dabei war. Und wie ging es weiter? Dann kam die Jakobiner. Die Wohlfahrtsausschüsse. Festgelegt, was gemacht wird. Und heute haben wir neue Jakobiner. Die SPD will 38 Milliarden Steuern erhöhen. Die Grünen haben natürlich dank Trittin noch einen Mao-Zuschlag. Die wollen 42 Milliarden Steuern erhöhen. Was wollen sie uns wegnehmen? Weil wir nicht in der Lage sind, nach deren geistig verklemmter Vorstellung aus der Jakobiner Tradition eigenverantwortlich mit dem Geld umzugehen. Genau das muss man verhindern. Wir sind nicht blöd. Wir können mit unserem Geld umgehen. Ich will keine Vorschriften haben, was ich essen muss, wenn ich sie trage. Ich esse Kotelett oder Möhre, was ich will. Ich brauche nicht diese Gouverneure. Wir wollen einige von den Grünen der Schule nicht mitkommen, in naturwissenschaftlichem Unterricht, Chemie, Physik und Mathematik es nicht verstanden haben, wollen sie uns vorschreiben, was wir machen. Bei Schokolade, Ampel drauf, bei Rot nicht essen, bei Gelb ein bisschen, bei Grün darf man es essen. Das ist doch alles schicker. Im mittleren Alter, in dem ich jetzt bin, bin ich erwachsen. Ich entscheide selbst, empfehle Ihnen das Gleiche zu tun. Deshalb darf es nicht einseitig Politik werden. Es fängt an von Steuern auf Plastiktüten, Verdopplung der Erbschaftssteuer. Sie wollen eine Vermögensabgabe. Bei uns im Westen sind die Immobilienpreise hoch. Weißer Innenstadt, Handwerksmeister, Bäcker, Hausrat oder Einzelhandelskaufmann hat man schnell einen Verkehrswert von 1 Million. Bei den heutigen Grundstückspreisen, Immobilienpreise gehen wir schnell. Und ab 1 Million kriegen sie eine Vermögensabgabe. 10 Jahre lang 1,5%, 15%. Ich halte das für einen Eindruck. Was fällt Ihnen ein, den Menschen das Geld abzunehmen? Die haben dafür gearbeitet, dass sie ihr Häuschen haben, ihr Haus haben. Wir sollen so 15% abliefern, damit wir den rot-grünen Quatsch in Deutschland umsetzen. Nein, das machen wir nicht. Da wollen Sie die Vermögenssteuer wieder einführen. Viele kennen das noch von früher. Das war ein Grund, weshalb sie ausgesetzt wurden. Bäckermeister, Backstube unten, Wohnung oben. Die ganze Abgrenzungsproblematik. Ehemänner in der falschen Etage auf die Toilette. Außerordentlich kompliziert. Die brauchen ganze Abteilungen von Ermittlung der Abgrenzung zwischen Geschäfts- und Privat. Das war einer der Gründe, weshalb man sie ausgesetzt hat. Aber das ist wieder das falsche Ticken dahinter. Ihr wisst es besser als die. Dann nehmen sie ihn weg. Und dann erzählen die Kerle fröhlich in den Talkrunden im Fernsehen, es trifft ja nur ganz wenige Milliardäre, ganz reiche Leute. Meine Damen und Herren, die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung betrifft kein Milliardär. Sind genau die Mittelschichten, die davon betroffen sind. Die müssen mehr Beitrag zahlen und kriegen die gleiche Zähne in den Mund hinein. Ändert sich nichts an den Leistungen. Schade noch nicht dafür. Wo ist da eine Umverteilung von ganz reich zu den anderen hin? Und wir haben mal ein paar Beispiele durchgerechnet. Nehmen Sie mal einen Ingenieur bei Bosch, mittleres Einkommen, verheiratet, ein Kind, Firmenwagen, darf wohl besteuert werden. Bei dem kommt es auf Minus im Jahr von 4.500 Euro. Und die Mitte wird nicht betroffen. Es geht voll auf die Mitte drauf. Ist übrigens auch das Gesetz und die Folge eines Massensteuerrechts, das wir heute haben, ist die Masse, die Steuern zahlt. Wenn Sie 42 Milliarden mehr Steuern wollen, das können Sie nicht bei wenigen Milliardären. Außerdem, wenn es hart auf hart kommt, sind die eben schlechte weg. Also es geht ruckzuck, wie das verlagert wird. Es ist eine Illusion, das zu machen. Es geht voll in die Mitte hinein. Deshalb muss man diese Grundsatzdebatte führen. Wir haben bei der Erbschaftssteuer ein Stück Erleichterung gemacht, die soll verdoppelt werden. Grundsteuer soll verdoppelt werden. Gewerbesteuer soll auf alle nicht gewerbliche Betriebe, also Ärzte, Rechtsanwälte, alle mit eingezogen werden. Ich frage mich, was hat Deutschlands Mitte, Rot und Grün getan, dass es so miserabel war? Was haben die denen getan, die sowieso haben? Aber das muss man deutlich aussprechen vor der Wahl. In der Kommunalwahl, wenn ich das gewusst hätte, auch bei mir, ich habe gedacht, nur bei dem, dann hätte ich anders gewählt.
Deshalb hatten sie das nicht geheilt, sahen sie ihr Freund, ihr Nachbarn, wo die Entscheidungen hinführen, wenn man sie nicht anders lenkt. Und dann nehmen sie den Fall des Ehegattensplittings. Bei den Grünen wird es abgeschafft, wenn Ehepartner behandelt, als ob sie Fremde wären. Nur eine individuelle Bestimmung. Die SPD behandelt Ehepartner, als ob sie geschieden wären. Wer das hinter sich hat, kennt das, gibt es einen Partnerschaftsausgleich. Wir sind der Meinung, dass die Ehe eine besondere Beachtung verdient, auch steuerlich, und sind deshalb für Beibehandlung des Ehegattensplittings. Alles Effekte, die reinschlagen, gerade auch bei Mietern, einholen. Deshalb nicht einlullen lassen, es trifft ja keiner, sie nur die, das waren die ohne Zugriffsicht, Fröhlichen, Grenzen dahin. Also deshalb, die Debatte muss in der Stelle abgeführt werden, weil es in der Tat elementare Verschiebungen unserer Möglichkeiten gibt. Da gehört hinein auch das Thema, was ich vorhin angefangen habe, aber noch nicht fertig erzählt habe, mit dem Soli. Also Soli war begründet für Solidaritätspakt. Wir wollen abschaffen, spätestens 2019, möglichst früher. Und ich halte es auch für möglich, wenn wir in der Periode 22 Milliarden Entlastung gemacht haben, 13 Milliarden Aufstockung und die Neuverschuldung erheblich reduziert haben, kann man auch 12 Milliarden auch Entlastung durchführen bei steigenden Steuereinnahmen. Spätestens 19 weg, ich glaube, man kann es sogar in der nächsten Legislaturperiode schaffen. 12 Milliarden, wir haben drei Stufen. Erste Stufe ist, irgendwo einen kleinen Anfang, bis zu 50.000 Bruttojahreseinkommen. Wenn der Freibetrag so erhöht, dass keiner mehr Soli zahlt. Dann senken wir ihn von 5,5 in der zweiten Stufe auf 2,5% ab, der dritten Stufe wieder ganz weg. Denn wer glaubt denn noch an eine Erklärung einer Regierung, wenn alle Exponenten gesagt haben, es ist zeitlich befristet und jetzt geht es weiter? Wir kennen ja nicht wirklich Beispiele. Die Sektsteuer. Xürpitz in der Kaiser hat sie eingeführt, um die Marine zu schaffen, die Flotte aufzurüsten. Die Flotte Deutschlands ist einmal untergegangen, die Sektsteuer ist noch da. Und deshalb darf ich mit Soli nicht genauso lassen. Deshalb muss ich auch die Wirklichkeit rausnehmen. Ich will ein Thema ansprechen, was gerade selbstständige Mitte-Einkaufsbezieher besonders betrifft. Unser Mitgift für die europäische Zukunft ist unsere hohe Sensibilität für Geldwertstabilität. Deutschland hat formell Geld verloren. Ich habe noch eine Kiste zu Hause von meinem Großvater, das war sogar nur Großvater, das sind Papierstücke, die waren mal Geld. Kann man auf die Wände tapezieren. Keiner gibt da was dafür. Und deshalb haben wir die Notenbank, die Bundesbank unabhängig. Die EZB soll auch unabhängig sein und bleiben. Es darf die Notenpresse nicht in die Hand der Politiker haben. Das kann nur schiefgehen. Lügenbeispiele in der Geschichte sind da. Und deshalb muss Geldwertstabilität gesichert sein. Wir haben derzeit eine Verzerrung in der Landschaft. Wenn Sie ein Sparbuch haben, kriegen Sie 1% Zinsen, nach Steuern vielleicht 0,6 je nach Steuersatz. Wir haben derzeit eine Geldentwertungsrate von 1,9%, das heißt, sie werden in jedem Jahr derzeit um 1,3% enteignet. Lebensversicherung kriegen im Regelfall die normale Mindestverzinsung nicht mehr hin, weil bei dieser Niedrigzinspolitik das nicht mehr erreichbar ist. Und die Ursache ist, dass man eine Welt bei einem Punkt in die Urwelt gedruckt hat. Präzise Zahlen gibt keiner bekannt. Bloomberg, die Wirtschaftsagentur New York, schätzt es ja makaler, zwischen 25.000 und 30.000 Milliarden Dollar Geld gedruckt haben. Das macht man nicht mehr auf Papier, das wird mit Mausklick gehen. Computer ist virtuelles Geld. Bei der EZB ist etwa der Größe oder 5.000 Milliarden der Größe. Und Sie sehen zum Teil regional in mobilen Bereichen, wo der Blasenbildung beginnen. Ich nenne mal meine Heimatstadt. Mainz ist inzwischen Beeignungswohnungen, Preise von über 10.000 Euro im Quadratmeter. Ich glaube, das kommt auch die Größe, was wir hier in Stuttgart haben, vielleicht befürchten muss. Das ist jenseits einer Rendite. Ja, das Mikrofon ist so. Das holt das Mikrofon. Ja, das ist ein bisschen lang. Wenn man das irgendwie hochstellt, es geht. So, ja. Geht's jetzt? Ja, alles klar. Also, das sind Vorzeichen von Blasenbildung, die wir dabei haben. Deshalb sage ich, es muss eine Veränderung auch bei der EZB sein. Es ist nicht akzeptabel, dass bei Entscheidungen, ob man Staatsanleihen aufkauft und eine Geldmenge vermehrt,
Malta das gleiche Stimmgewicht wie Deutschland. Das ist inakzeptabel. Deshalb müssen die großen Notenbanken, Bundesbank, Bank der France und vielleicht auch die ELG, ein anderes Stimmgewicht haben. Wir haben es erreicht, war Florian Tonga mit engagiert bei dem ESM, dem Stabilisierungsmechanismus. Dort gibt es nur Entscheidungen und Geld, wenn 80% zustimmen. Deutschland hat 27% der Stimmen. Bei uns ohne Zustimmung gibt es nichts. Wir müssen genau diese Stabilitätskriterien einziehen, damit das Geld auch stabil bleibt. Warum? Zwei Gründe. In der sozialen Marktwirtschaft steuert nicht der Staat die Wirtschaft, sondern die Preissignale. Gehen die Preise in einem Sektor hoch, steigt man sich an, mehr zu produzieren, zu verkaufen, man es sich recht. Gehen die Preise runter, weniger produzieren oder das Produkt aufgeben. Wenn die Preise nicht stabil sind, steuern wir falsch. Und das zweite ist sozial. An der größten sozialen Schweinerei ist Inflation. Sind die kleinen Sparbuch- und Girokonto, die sind hauptsächlich betroffen. Die kaufen sich keine Wohnung in Kanada. Sind voll hier in der Inflation wieder drin. Deshalb müssen wir da Weichen stellen, das zu verhindern. Und es gehört auch dazu, dass deutsche Politik von dem verpflichtet wird. Ich hätte gerne ein Grundgesetz, was Ludwig Erhard schon wollte, das als Grundrecht eingebaut wird, deutsche Politik auf Geldwertstabilität verpflichtet wird im Vorbild. Für uns ist unsere historische Erfahrung wirklich eine Priorität. Wir müssen das Geld stabil halten, damit die Wirtschaft richtig funktioniert. Sonst ist die Marktwirtschaft verzerrt. Das ist ein Schwerpunkt für uns als freiheitliche, liberale Politiker. Wir stehen für Privateigentum und werden nicht sehenden Auges hinnehmen, dass schleichend die Menschen und das, was sie erarbeitet haben, was um alles nicht mehr erlauben wollen, enteignet werden. Denn das ist der Fall heute. Soziale Rentenversicherung wird immer noch zwischen 40-50% das letzte Lebenseinkommen abdecken. Man muss zusätzliche Anstrengungen übernehmen. Das wird verdammt schwierig, wenn man nicht stabile Relationen hat. Das Finanzwesen darf nicht zum Lotteriespiel werden, deshalb ist es auch ein entscheidender Punkt für eine gute Entwicklung. Wir sind in Europa auch solidarisch. Ist ja bereit zu helfen. Solidarisch ja, aber blöd nein. Denn Hilfe kann es nur dann geben, wenn der Empfänger der Hilfe, der Solidarität, das ihm Mögliche tut, die Ursachen seiner Misere abzulenken. Nehmen wir mal den Fall Griechenland. Der Kernproblem ist, sie sind nicht wettbewerbsfähig. Sie können sich nicht das erarbeiten, was sie meinten oder meinen, sie auf der Ausgabenseite erlauben zu können. Deshalb kann es keinen Schuldenschnitt geben. Da muss der Druck aufrechterhalten werden. Sie haben inzwischen einige Veränderungen vorgenommen. Das ist noch nicht berauschend, man ist noch nicht verzückt über die Entwicklung. Aber immerhin hat sich was verändert. Wenn Sie Europa betrachten, Irland auf einem guten Weg, die haben nur Fehler gemacht, die Garantiefähre der Banken zu übernehmen, dann werden die schon weiter. Oder die Eingriffe in Spanien. Sich in Deutschland vorstellen, wenn man laufende Pension, Altersbezüge kürzt, bestehende Einkommensstruktur eingreift, Gelder kürzt, was rein Deutschland los wäre. Bei Hartz IV haben wir 10 Jahre Diskussionen gehabt und SPD hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Da war ich auch so offen. Das ist aber noch ein Klacks für mich, wenn die was andere Länder machen. Aber sie haben es durch Italien, Monti, hat eine ganze Reform geschafft, im Arbeitsmarkt nicht. Aber nicht erfolgreich. Aber das wäre alles unter der klaren deutschen Politik, Hilfe, aber nur Gegenzug, wenn die Empfänger ihre Ursachen beseitigen, nicht geschenkt. Und man kann nicht die Strukturprobleme mit Geld zuschütten. Die haben das noch vor sich, was wir hinter uns haben. Modernisierungsprozess. Und wir haben kein europäisches Zeitalter mehr, wo Europa die Welt bestimmt. Das sind neue Wirtschaftszentren. China, Indien. Was sehen wir in Russland? Dieses Europa muss sich zusammenfinden, um noch eine Rolle zu spielen. Und das wird nur funktionieren. Und da muss man auch in Kauf nehmen, dass man da im Ausland mal Kritik kriegt, wenn man die Grundprinzipien einer stabilen, ordnungspolitisch richtig ausgerichteten Wirtschaft aufrechterhält. Mich ärgert es auch, wenn Athen, wir haben hohe Risiken eingegangen, wenn das schief geht. Wenn erlebt im Fernsehen, dass Frau Merkel, die Bundeskanzlerin der NS, SS-Uniform, Nazi-Uniform durch Athen gemacht wird. Das sind manchmal merkwürdige Freunde, die das bewegen. Und der Kommunisten plötzlich Reparation von Deutschland fordern. Absurd! Dennoch darf man sich davon nicht irritieren lassen, muss die klare Linie halten. Es gibt dazwischen, auch bei Spanien,
Exporterfolge, Verbesserungserfolge, muss den Kurs durchhalten. Das ist eine harte Strecke. Das ist so. Das muss aber jeder wissen, der eine Währungsunion eingeht. Früher kennen Sie es vom Italienurlaub, wenn die Lehrer gesündigt haben, haben sie die Lehrer abgewertet. Dann hatten sie Geldscheine so groß wie Tischtuch. Dann haben sie 3 Nullen gestrichen, weil damals die Leistungsfähigkeit der chinesischen Taschenrechner noch nicht so groß war. Auch die französischen Freunde und Nachbarn haben mal 3 Nullen gestrichen, vieux, nouveau fonds, aber nicht mehr mit rechnen konnte. Das ist vorbei. Wenn man sündigt, gibt es nur interne Abwertung. Interne Abwertung heißt, die Preise gehen runter, Löhne gehen runter, das tut weh. Das ist die Demonstration, aber das ist der Preis. Sonst kann man keine gemeinsame Währung haben. Es darf auch nicht der EZB Strukturen geben, dass die schwachen Länder unseren Staatshaushalt mit einem Selbstbedienungsladen verwechseln. Prinzipien müssen durchgehalten worden. Wir wollen Europa. Das ist wirklich außer Frage. Wir brauchen Europa. Also es muss nach klaren Linien sein, eine bessere Struktur, als wir heute haben. Und leider ist wahr, die Stabilitätskriterien von Maastricht an das erste Deutschland gerissen. Herr Schröder, der dicke Backen über Griechenland macht. Wer hat in Griechenland aufgenommen? Kanzler Gerhard Schröder war es. Das geht, glaube ich, wieder mit dir. Ja. Wo ist ein Wackelkontakt? Habt ihr noch einen Stecker? Ich bin nicht immer so billig, ich bin so eine Chinese. Nichts geht. Haben Sie eine Flüstertüte, habe ich ja schon gedacht. Hören Sie mich? Ja, jetzt geht es mal wieder. Google hat Geld, aber könnte was sein. Nächstes Mal haben die Freunde was von Bosch, bin ich klar. Das hätte noch mehr. Nein, aber. Okay. Insofern müssen wir hier klare Linien halten. Und. Europa wird nur dann noch ein Gewicht haben, wenn sie auch wirtschaftlich viel zu spielen haben. Wenn es 28 Gartenzwerge sind, die keine Bedeutung, die wirtschaftliche Entwicklung einbringen, wird man es auch nicht ernst nehmen. Deshalb sind wir doch angewiesen, es gemeinsam zu machen. Wir brauchen insbesondere Frankreich, unser stärkster, wichtigster Partner. Und deshalb sehe ich die Entwicklung in Frankreich mit besonderer Sorge. Franzosen müssen die Kurve kriegen. Sie haben das bisschen Sozialreform der Vorgängerregierung als erstes abgeschafft. Wir haben in Schritten unseren Menschen zugemutet, Rente mit 67, dort geht es wieder runter auf 62. Und diese Fehlsteuerung hoffe ich, dass die Franzosen es bald wie Mitterrand korrigieren. Aber es hat 2 Jahre gedauert bei Mitterrand. Hat erst verstaatlicht, Finanzwesen und große Industrien, dann hat er wieder privatisiert, hat es gemerkt. Ich hoffe, dass es diesmal schneller geht, wir haben nicht so viel Zeit. Aber jedenfalls, dieser Kurs muss gehalten werden, sonst funktioniert es nicht. Und dafür stehen wir auch mit unserer Überzeugung. Jetzt lasse ich mich zur Energiepolitik. Ja, es gab einen nationalen Konsens. Ich kann eine Frage stellen, dass wir schnell aus der Kernenergie rausgehen. Aber das hat natürlich Konsequenzen. Wenn man dann Windenergie haben will, es gibt zunehmend Widerstände in der Region, deshalb macht man es jetzt offshore, das ist draußen auf dem Meer, wo man es mit sehen. Jetzt haben sie einen riesen Windpark offshore gemacht, der größte in Europa. Ja, nur eine Schwäche, ein Kabel. Man kann gar Strom mitliefern. Im Gegenteil, die müssen mit Dieselmotoren noch die Räder bewegen, damit sie nicht verrotten. Das ist Unsinn, aber es zeigt gleich eins, wo eine Schwäche auch nimmt. Wenn man weg will, von der Kernenergie hin zu dezentraler regenerativer Energie, braucht man Netze. Es fehlen etwa 3000 Kilometer Hochspannungsleitung in Deutschland. Vor allem wird Trittin auch mit mir gemeinsam die Hochspannungsleitung zu demonstrieren. Wie soll der Strom von der Ostsee hierher kommen? Nach Bayern, wo die meisten Kernkraftwerke waren. Nur mit Stromleitung. Bund hat eine Grundsatzplanung gemacht, die Netzagentur, jetzt müssen die Länder sie umsetzen. Das geschieht nicht. Wir brauchen fast 200.000 Kilometer regionale Verteilnetze, um dies in die Region hineinzubringen. Pumpspeicherwerke, auch hier erfahren wird, nichts. Geht man nicht hin. Und jetzt haben wir ein Gesetz geerbt, vollplanwirtschaftlich. Das zeigt exemplarisch, wie eine Wirtschaft fehlgesteuert wird, wenn man es planwirtschaftlich macht. Das Energieeinspeisegesetz, EEG. Trittin haben wir gesagt, das kostet so eine Eiskugel im Monat. Sie können inzwischen schon die Eiskarte rauf und runter pro Tag lesen, was das ist. Sind inzwischen 14 Milliarden. Ich formuliere es mal ganz hart. Die Oma mit der Leselampe, weil es umgelegt wird von einem Stromkunden zum anderen, nicht der Staat zahlt die 14 Milliarden, finanziert mit ihrem Stromtarif
dem Schwimmbadbesitzer, der Solarheizung hat, dies 20 Jahre lang zum Festpreis, und zwar Einspeisevorrang, ins Netz gibt, bis vor kurzem 43 Cent, wir konnten es erst spät reduzieren, weil der Bundesrat mit dabei sein muss, und den Strom für 21, 22 Cent die Kilowattstunde von den Stadtwerken bezieht. Wer Landwirtschaft kennt, weiß, es gab früher die Sofa-Melder. Das waren Bauern, die hatten keine Kuh, aber eine Milchkuh. Saßen auf dem Sofa, haben die vermietet, davon konnten die gut leben. Heute haben wir solarpolitische Sofa-Melder. Die gehen um die Scheune rum. Es gibt ganze Scheunen im Süden, dort, die bestehen nur aus Solarzellen. Da waren die in Kuh, in Schwein, in Huhn, in Mensch drin. Nur Solarzellen. Und sagen, wie schön, dass der Staat solche Gesetze macht. Und ich mache denen keinen Vorwurf. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, wenn der Staat bekloppte Gesetze macht, sie zu nutzen. Der Staat hat die Pflicht, bekloppte Gesetze abzuschaffen. Und deshalb müssen wir das dringend ändern. Die Verträge, die bestehen, können sie nicht ändern. Die sind rechtswidrig. Die laufen 20 Jahre. Da bin ich persönlich für ein Moratorium. Dann stoppen wir jeden Tag, wenn neue Verträge abgeschlossen sind, 20 Jahre Laufzeit haben. Sind voll gültig. Sie nicht einzuhalten, werden enteignungsgleicher Eingriff, völlig klar. Wir werden 20 Jahre bezahlt. Riesenbeträge. Wir nähern uns bei den Subventionen dessen, was wir früher für die Steinkohle ausgegeben haben. Deshalb muss es geändert werden. Wir wollen ein Mengenmodell. Wir sagen, wir wollen so viel regenerative Energie, überlassen es aber den Erzeugern, ob sie Biomasse, ob sie Solartechnik, ob sie Windenergie, ob sie es in Baden-Württemberg machen, in Norditalien, Griechenland oder Spanien. Wir haben einen Schnitt in Deutschland 820 bis 850 Sonnenscheinstunden im Jahr. In Südeuropa haben sie 2.500 bis 3.000 Sonnenscheinstunden. Ob es dann sinnvoll ist, sehr großen Teil der Solarinstallation in Deutschland vorzulegen. Wir sehen ja auch, dass die betreffende Industrie in der Existenz gefährdet ist, weil man durch die Übersubvention das so eingelenkt hat und so viel ins Netz hineingespeist hat, dass jetzt die Gaskraftwerke zum Teil stillgelegt werden. Wir brauchen für jede Kilowattstunde regenerative Energie eine Kilowattstunde, die grundlastfähig ist, weil der Wind nicht immer weht, wenn wir das Licht einschalten, die Sonne nicht immer scheint, wenn hier bei Klavierpfeifer die Dinger gemacht werden. Völlig klar. Und die fangen jetzt an, nicht stillzulegen. Sagen, entweder kriegen wir so Subventionen wie die anderen, wenn die so stehen. Es rechnet sich auch nicht, wenn man warten muss, bis der Wind weg ist, dass man ein paar Stunden den Gaskraftwerk anschmeißen, dass sie hochgefahren werden, dass sie entsprechende Möglichkeiten haben. Damit sehen Sie, wenn Sie mal eingreifen, Marktstruktur, ein Fehltritt löst den nächsten Fehltritt ab. Deshalb muss das seidig werden. Und Strom darf kein Luxusgut werden. Er muss noch bezahlbar sein. Wir dürfen gerade die Hightech-Industrie reinsträumen. IT-Produktion. Nicht aus Deutschland vertreiben. Und es ist auch richtig, das hat Rot-Grün schon gemacht, dass wir bestimmte Energieverwendungsarten davon ausnehmen. Denn wenn wir moderne Motoren, Aluminiummotoren, die energiesparend sind, wenig Emissionen haben, erzeugen wollen, müssen wir auch Gießereitechnik beherrschen. Sonst haben wir nicht den Vorteil der Fähigkeit auf kurzen Wegen in Deutschland. Man kann darüber streiten, ob die Stadtwerke von Schwerin dabei sein müssen. Die Deutsche Bundesbahn. Da könnte ich mit den Grünen noch drüber reden. Aber ich sollte gleich dazu sagen, dass wenn die Bundesbahn kriegt etwa 500 Millionen, ist die Bahnpreise drastisch erhöht werden. Die Nahverkehrspreise auch. Also nur zu sagen, es kommt raus, es hat keine Konsequenzen. So einfach funktioniert es auch nicht, aber wir müssen die Ordnung hineinbringen. Und wir müssen notfalls, je nach der Wiedervereinigung, durch spezielle Gesetze, zeitlich befristet, die Wege auf das Baurechtschaffen verkürzen. Wir können nicht 20 Jahre hin und her diskutieren, wir bringen ganze Länder durcheinander, wir leiten die Windenergie über Polen, über die Tschechische Republik, über die Slowakei nach Bayern. Und es ist eine Erkenntnis von Japan. Wenn im Kernkraftwerk was passiert, braucht man nachhaltig große Strommengen im Netz, um herunterzukühlen, damit es kein Gau gibt. Nur wenn wir die Stetigkeit der Lieferung durch unsere unstetige Windlieferung durcheinander bringen, ist die Sicherheit nicht mehr da. Wir haben inzwischen negative Energiepreise. Wir schenken große Umfang Kohle, Windenergie, damit die Leitungen nicht zusammenbrechen. Wir sagen, die Polen, wir nehmen das Geschenk nicht an. Du willst mal was extra zahlen. Wir schenken ihnen Strom und zahlen 5, 6,
10 pro Kilowattstunde noch drauf. Also wir haben negative Strompreise. Alles, was Sie beispielen, ist mir hier fundamental fehlgeschuldet. Auch dazu brauchen Sie Entschlüsse der Partei, die vernünftige Linie in die Wirtschaftspolitik einbringt. Alles ist relativ einfach. Wenn Sie nicht mehr Steuern zahlen wollen, müssen Sie FDP wählen. Nehmen Sie große Koalition, die SPD wird mit der CDU nie abschließen, ohne Ihr Lieblingsvorstellen 38 Milliarden Steuererhöhungen in Teilen umzusetzen. Schwarz-Grün werden nie abschließen ohne Steuererhöhung. Wenn Rot-Rot-Grün dann kommt, haben Sie alle schlimmste Sorte zusammen. Gabriel Kanzler, der Team Finanzminister, Gysi Außenminister, der führt ja die Friedensverhandlungen aus. Dann haben wir eine Mannschaft, Halleluja. Und deshalb, wenn man das nicht will und keine Steuererhöhung will, muss man die FDP wählen. Der einzige Weg, wo es Ihnen garantiert ist. Aber es gibt viele andere gute Gründe. Sehen Sie, was wurde Frau Leuthäuser in der Vergangenheit beschimpft als Unsicherheitsministerin? Und sie ist, was wir bei den Daten spät Ereignisse haben, besonders glaubwürdig. Es ist keine Ministerin, die Patex am Hinterland. Er hat schon mal so Überzeugungen, die haben niedergelebt. Sehr selten in Deutschland. Alle 50 Jahre war es etwa. Und sie hat immer gewarnt, wir wollen keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Was nichts anderes heißt, als ob sie alle in der Generalverwaltung. Übrigens, diese glorreiche rot-grüne Regierung hat vor wenigen Wochen im Bundesrat einen Vorschlag angebracht, anlasslose Vorratsdatenspeicherung 6 Monate einzuführen. Zum Thema Bürgerrecht. Die massivsten Eingriffe, die in Deutschland nie Bürgerrechte gab, war der Otto-Katalog von Otto Schilling. Er wollte sogar Flugzeuge abschießen. Verfassungsgericht hat es unterbunden. Wenn Terrorgefahr war, das Recht war, Flugzeuge abzuschießen. Und das bestätigt uns unsere Haltung, dass wir hier sehr sorgsam mit umgehen müssen. Und wir müssen auch ehrlich sagen, Europa muss ähnlich wie Schengen Datenschutzräume entwickeln. Da werden vielleicht nicht gleich alle 28 dabei sein, da sind es nur 12. Und es ist auch richtig, wenn die Telekom mit einmal eins im anderen Unternehmen sagt, wir wollen das über deutsche Computer leiten, in Deutschland stehen, wir wollen durch Verschlüsselungstechnik sicherstellen, dass unsere E-Mails verschlüsselt sind. Das muss unsere Antwort sein. Aber dann, wir müssen auch technologisch aufholen. Außer SAP haben wir kein in der Welt beachtetes Unternehmen dabei. Wir können ja nicht mal ein bezahlbares Handy in Deutschland herstellen. Geht das? Und es ist genauso, wenn man bei der Bundeswehr alle Waffen nur im Ausland kaufen kann. In gewissem Umfang müssen wir auch selbst die Fähigkeit haben, sie herstellen zu können, sonst sind wir weniger frei. Es gilt auch in der Sicherheitstechnik. Wir müssen nicht alles können, aber ein bisschen mehr als wir heute können. Und ich kenne es von meiner Zeit als Bundesminister, wir hatten nie Handys wie bei iPhone auf der Erde, wo wir wussten, die Computer stehen in den USA. Immer System und Computer in Deutschland. Weil es ist auch für die Bundeswehr, für die Polizeiwirtschaft. So muss es auch für die Bürger sein, wir müssen europäische Fähigkeiten haben, die technologisch umsetzbar sind. Alleine zu beklagen, benutzt nicht. Ich sage es auch ganz offen, wie wir auch eine Kriminalpolizei brauchen, die nicht uniform rumläuft, brauchen wir auch Geheimnis. Deutschland, auch mit seinem wirtschaftlichen Erfolg, ist Objekt vieler Spionageversuche. Chinesen, Russen, viele Länder. Da brauchen wir auch Möglichkeiten der Abwehr. Brauchen wir technologisch, aber auch von der Organisation her. Wir haben aus guten Gründen eine parlamentarische Kontrollkommission für die deutschen Geheimdienste. Kein Land hat eine so starke parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste wie Deutschland. Wir haben eine Parlamentsarmee. Wenn wir 3 Soldaten der Bundeswehr in die Radarstation der Stadt schicken und damit zu helfen, muss der Bundestag das beschließen. Ist auch gut so. Viele Gründe auch der Geschichte her muss das Parlament entscheiden. Man kann darüber diskutieren, ob wir die Rechte, unser verstorbener Kollege Max Stadler war auch schon dabei, das parlamentarische Kontrollkommission noch ein Stück weiter schafft. Aber man muss das nüchtern beurteilen, ich bin Schaum vom Mund. Ich gehöre zu denen, die öffentlich sich bekennen, ja, wir brauchen auch einen Geheimdienst in Deutschland, um uns zu schützen vor Wirtschaftsspionage und die Bürgerrechte zu schützen, unsere Daten zu schützen. Die Fähigkeiten brauchen wir auch. Es wäre Illusion, zu sagen, das können wir abschaffen. Ich habe Rheinland-Pfalz im Landtag immer erlebt, die Grünen wollen jedes Mal den Verfassungsschutz abschaffen. Und die Fähigkeiten müssen wir auch in Deutschland haben. Jeder souveräne Staat hat auch solche Möglichkeiten. Aber sie müssen kontrolliert bleiben. Und wir müssen technologisch in der Lage sein, dies zu machen. Und ich sage auch für mich,
auch der Fall Snowden. Ich finde gut, dass die Debatte geführt wird. Die Sensibilität erhöht wird und wir auch Besserungsmaßnahmen. Aber mich hat auch irritiert, dass er als erstes in den Rechtsstaat China ging. Denken, dass die Chinesen nicht in seine Festplatte gedrückt haben. Nächste Runde ging er in den Reststaat Russland. Können sie alles sagen, was sie wollen, weil sie verschwinden auch schnell im Arbeitsmarkt. Da ist mir manches, was mir nicht klar ist. Deshalb habe ich da kein abschließendes Partei dazu. Ich bin dafür, wir müssen unsere Dinge überprüfen, unsere Möglichkeiten verschärfen, aber wir dürfen uns auch nicht kürre machen lassen. Wir brauchen Polizei, wir brauchen Bundeswehr, wir brauchen Lokaldienste. Unsere Sicherheit durchzuführen und auch unsere Bürger zu schützen und vor Anschlägen der anderen zu bewahren. Auch das sage ich in aller Klarheit, auch in einer Wahlveranstaltung. Und ich bin da froh, dass wir erfahren, auch hier ist im Land Hartwig Wolf, der sich besonders in den Kontrollausschuss sehr verdient gemacht hat, hineingeknickt hat, erfahrene Leute haben, die da mitwirken und damit helfen. Also, meine Damen und Herren, es gibt viele gute Gründe, weshalb Sie sich gut überlegen sollen, was Sie machen. Wenn Sie nicht wählen, wählen Sie die Falschen. Und Sie können Freiheit wählen. Vertreter der Freiheitspartei sind hier im Raum. Ich bitte Sie herzlich bitten, Zeit zu nutzen, ein Gespräch mit Freunden, Berufskollegen, Platzkameraden, auch die Überlegungen, die wir vortragen, darzustellen. Wir sollten Deutschland nach 4 guten Jahren weitere 4 gute Jahre ermöglichen. Und ich spinne ein, mehr Staatswirtschaft, mehr Steuern, mehr Fremdsteuern, die sich in anderen Ländern schon als falsch erwiesen haben, aufgeben. Ich sage es mal ganz hart, meine Damen und Herren. Wir wollen nach über 20 Jahren der Wiedervereinigung jetzt auch keine DDR-Leid. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland, wir wollen soziale Marktwirtschaft und Freiheit. Wenn Sie Freiheit wollen, sind wir Ihr Partner. Wenn Sie mehr Steuern zahlen wollen, wenn Sie Vormundschaft und Gouvernanten haben, haben Sie ein reichliches Angebot von anderen, dann dürfen Sie uns nicht wählen. Wenn Sie Freiheit wollen, sind Sie bei uns richtig. Vielen Dank.